Ein Hallo und willkommen zu unserer Showbox. Wir starten heute die Serie We Are Football. Ja, wir haben lange darauf gewartet. Das neue Anstoß, wie man so sagt. Es nennt sich We Are Football. Es ist wirklich Anstoß 2021. Das neueste Anstoß. Ich habe so lange darauf hingefiebert. Ich habe das Anstoß 3, ich habe das Anstoß 4 komplett durchgesuchtet. Und wenn ich euch mal einen Satz dazu sagen darf. Tor, Tor, Tor. Ah, da hatte ich wohl einen Knick in der Optik. Da habe ich vorher zu viel Kaiserschmarrn gegessen. Legendär. Wer kennt diesen Satz noch? Schreibt's mir in die Kommentare. Der alte Franz. So, wir spielen heute eine neue Kampagne. Und zwar, ich habe mir meinen Lieblingsverein rausgesucht. Mein Herzblutverein. Und dafür muss ich nochmal an die Jungs, an FM-Zockern, richtig fettes Dankeschön machen, was die Jungs hier in kurzer Zeit alles gemacht haben. Wir haben komplett alle Lizenzen, alle Spielerbilder von der ersten bis in die vierte Liga rein editiert. Und ich würde sagen, starten wir mit unserer Datenbank. Und wir nehmen natürlich den ersten FCK, wie es schon in der Beschreibung stand. Wir führen unseren FCK von der dritten Liga in die Champions League. So, wir nennen uns. So, wie machen wir das hier? Linios. Show. Oh. Showbox. So, wir sind hier. Dann haben wir das Geburtsjahr. Wir sind dieses Jahr im 1. Mai gestartet. Natürlich kann ich nicht 2021 machen. Wir machen einfach unser Jahr. 87 bin ich geboren. Unser Geburtsort, wo wir momentan leben, ist Kyoto. Unsere Nationalität ist Deutsch. Wir können sprechen Deutsch. Wir können sprechen Englisch. Und wir können sprechen ein bisschen Japanisch. Mein Lieblingsverein, wie gesagt, das habe ich schon mehrmals erwähnt jetzt in diesem Let's Play, ist der erste FCK. Ich bin... Oh, da haben wir was falsch. Und zwar... Hier, so. Ich bin auch gebürtiger Pelzer, also wenn manchmal hier ein Pelzerwort rauskommt, tut es mir leid. Ich versuche trotzdem alles auf Hochdeutsch, aber wenn, wie gesagt, manchmal was auf pelzig rüberkommt, dann verzeiht mir das. So, und wir starten direkt rein. Wir möchten keine Karriere spielen, und zwar wir möchten unseren Verein selbst wählen. Hier sieht man schon die ganzen Lizenzen. Alles lizenziert bis... Sogar noch die englische Liga. Einfach wunderbar. Und hier geht es bis in die Regionalliga. Wir sind in der dritten Liga. Können hier den FCK auswählen. Den sehr, sehr gebeutelten FCK. Ja, wir müssen als Fans so viel durchmachen in den letzten Jahren. Und ja, diese Saison sind wir fast abgestiegen in die Unterklassigkeit. Manche haben sich's gewünscht, manche haben sich's ersehnt. Manche wollten unbedingt drin bleiben, so wie ich. Wir möchten unseren Verein nicht in der untersten Liga sehen. Wir möchten ihn nicht untergehen sehen. Wir möchten ihn wieder oben sehen. Und das werden wir in diesem Let's Play definitiv versuchen hinzubekommen. Okay. Und wenn du mich auf dieser Reise begleitest, würde ich mich sehr freuen. Wenn das so ist, drück jetzt auf Abonnieren und die Glocke. Dann verpasst du überhaupt nichts mehr von diesem Let's Play oder anderen. Danke für den Support. Auf geht's. Erster FCK, der Betze brennt. So, herzlich willkommen beim ersten FCK. Das dauert dann. So, ich habe mir das Tutorial ein bisschen durchgelesen. Beziehungsweise einmal kurz durchgespielt. Aber es gibt noch sehr, sehr viele Unklarheiten. Hier können wir sogar Stadionansicht machen. Schaut euch mal das an. Seht ihr die Westkurve? Ich sehe sie nicht, aber das ist ein bisschen ähnlich wie das Stadion in Kaiserslautern.
So, dann haben wir noch Geländeansicht. Die haben ja schon einiges gebaut hier. Bin ich mal sehr gespannt. Da hinten ist das FCK-Logo, wenn ihr es seht. Wunderbar. Hier ist es überall. Ah, da geht mir das Herz auf. So. Heute beginnt die Saisonvorbereitung. Jawohl. Der Urlaub der Spieler ist beendet. Sie blicken in erwartungsvolle Gesichter, die entspannt auf das erste Training unter ihnen warten. So. Und eins möchte ich euch noch sagen, und zwar, wenn euch das Spiel so gut gefällt, dass ihr es euch selbst kaufen möchtet, dann schaut mal unten in die Beschreibung, da ist ein Link von meinem Partner drin. Da könnt ihr das Spiel extrem günstig erwerben und mich sogar dabei ein bisschen supporten. Das würde mich sehr freuen, danke dafür. Und wir starten heute mit einer ungefähr 50-Minuten-Folge. Die nächsten Folgen, vier Folgen, denke ich, werden es dann mit ungefähr 30 Minuten. Und dann mache ich 25-Minuten-Folgen, dass wir ein bisschen schneller in das Spiel hier reinkommen. Und alles wäre gesagt, wir starten direkt in die Vorbereitung. Hier bekommen wir Aktionspunkte. Zu Beginn des Spiels und später bei Erfolgen erhalten Sie Aktionspunkte. Diese können Sie gezielt einsetzen, um zum Beispiel beim Training oder Verhandlungen Vorteile zu erschaffen. Da haben wir jetzt 4 Stück bekommen. So, unser Ziel ist Platz 6. Da steigern wir einmal auf Platz 5. Da bekommen wir ein bisschen mehr Budget. Schaut euch das an. 3,6 Millionen Verhandlungsbudget. Kann man sich einige Spieler kaufen. So, dann können wir hier bei Saisonantritt, bei Ansantritt zu so beginnen, können Ihnen neue direkte Regeln auf den Weg geben, fortan oder Ihnen zu gelten. Als Einsteiger können Sie hier die Vorab-Einstellung übernehmen. Genau. Hier können wir unsere Philosophie für Mannschaften und Präsidium wählen. Das Alter spielt für mich keine Rolle, ich sitze auf Jugend. Beim jetzigen FCK wäre es so, bei mir spielt es keine Rolle. Jeder kann sich im Training definitiv anbieten und ist jetzt auf einer Stammelf. So, wir wollen mittelfristig verbessern, das ist okay, und wir spielen eine gute Balance zwischen Offensive und Defensive. Und dann machen wir hier aus dem Jugendgang, muss ein Spieler schaffen. Ich kaufe nur einen Spieler, die ich teuer weiterverkaufen kann. Okay, machen wir das hier. Und ich kaufe nur Spieler, die uns wirklich weiterbringen. Das lassen wir alles mal. Und hier sind unsere Spieler. Hier ist der Spike. Schaut euch mal den Raab an, der ist richtig mies. So, die Stürmer gehen eigentlich richtig ab mit 7,1. Die höchste Stärke hier ist, glaube ich, 15 beim Via Football. Und das sind ja die Eigenschaften, wo sie haben. Und da sieht man hier noch den Vertrag. Alles wunderbar. So, jetzt können wir die Arbeitswoche planen. Hier können wir Spieler zusätzlich boosten, wenn wir das wollen. Das kostet dann so einen Aktionspunkt und dann entwickelt hier er sein Trainingsziel schneller. Wir machen Schwerpunkt Finanzen und Sponsoren und Fitness. Das hört sich ganz gut an. Hier in der Zentrale können Sie einen grundlegenden Überblick über den Verein schaffen. Und im unteren Bereich des Bildschirms finden Sie die Menüleiste. Klicken Sie sich einfach mal durch. Genau, das mache ich definitiv. Unser erstes Spiel ist gegen Dynamo. Gegen Dresden. So. Ich hoffe, das überrumpelt mich jetzt alles nicht gleich. Starten wir einfach mal ganz gezielt durch die erste Mannschaft. Hier können Sie den aktuellen Status der ersten Mannschaft informieren, Spieler sprechen, insbesondere bei Vertragsverhandlungen starten oder auch Aufstellungen von hier aus aufrufen. Okay, schauen wir mal, wer hat denn die Laufzeit? Hier der Luschek, der ist ja ausgeliehen, der Pjöri ist auch ausgeliehen und der Hans liegt ebenso. Tja, und dann haben wir allen auslaufenden Vertrag. Können wir die Verträge verlängern? Ja, können wir. Da können wir ein Gespräch vereinbaren. Der Hendrik Zug. Gut zu wissen. Hier können Sie den aktuellen Status der zweiten Mannschaft beobachten. Sind das eigentlich auch die Spieler, die aktuell beim FCK in der zweiten Mannschaft sind?
Das weiß ich jetzt nicht, da bin ich überfragt, aber es sieht fast so aus. Auf Rechtsklick kann man kurz einsehen. Das ist cool. Dann haben wir hier den Jugendbereich. Hier können wir die zukünftigen Stars beobachten. Okay, wen haben wir denn hier? Okay, da haben wir einen guten Stürmer und einen recht guten defensiven Mittelfeldspieler. Der Reinheimer, Elias. Die beiden sind auch im Internat drin. Bei meinem ganz jungen Spieler. Linker Außenstürmer. Haben wir hier einen Torwart im Internat drin. Und ein zentraler Mittelfeldspieler mit 14 Jahren. Aber Internat ausstatten. Internat ausbauen. Machen wir das mal. Die Woche. Ich würde ja gerne noch ein paar mehr ins Internat stecken. Was ist das denn? Vorhandenes Ziel. Mitarbeitertrainer. Taktische Ausbildungsbüro. Bis wohin kann man die ausbilden? Bis 2, okay. Aha. Maximale Punkte. Ah, okay. Rennen und kämpfen, das ist die Philosophie beim FCK. So, taktische Ausbildung, technische Fähigkeiten hier. Das müsst ihr unter 17 noch nicht können. Da müsst ihr mehr Taktik lernen und mehr rennen und bei uns wird nur gerannt. Wir werden ehrenamtliche Mitarbeiter. Okay, dann müssen wir uns vielleicht mit irgendjemand einstellen. Medizinische Abteilung. Hier sehen wir, wer sich verletzt hat. Dann ist hier die Scouting-Abteilung. Da können wir Spieler verpflichten und auf den Transfermarkt setzen. Das sind Freundschaftsspiele und Trainingslager, Unterkünfte. Das soll mal der. Das soll der Abteilungsleiter machen. Da will ich mich nicht drum kümmern. Trainingslager mache ich allerdings. Machen wir mal hier ein Trainingslager organisieren. Dann haben wir hier der Hauptquartier. Können wir für die Jugend ehrenamtliche neuen Mitarbeiter suchen? Das machen wir alles hier nach der Jugendarbeit. Hier sind wir auch Mitarbeiter. Aber warte mal, wenn wir das hier ein bisschen ziehen, dann haben wir mehr Verhandlungsrunden. Das ist sehr interessant. So. Dauerkarten kann man nicht sehen. Okay. Erste Mannschaft, dann Analyst. Torwarttrainer. Ja, der Ehrmann hat uns ja verlassen. Da ist ein ehrenamtlicher Mitarbeiter im Moment drin. Der aktuelle Torwarttrainer hat uns soweit auch verlassen. Aus privaten Gründen. So, dann haben wir hier die 3D-Ansicht vom Stadion. Hier können wir auch noch Namensrechte verkaufen. Das Fritz-Walter-Stadion. Einfach mal die Namensrechte weg mit. Oder das lassen wir mal. Man kann die löschen. Yep. Hier haben wir mal hier. Hier können wir auch noch Sponsoren, Ärmelsponsoren festlegen, Bandenwerbung. Die enden komplett am Ende der Saison. Die Beträge sind noch richtig winzig. Dann haben wir hier unsere Finanzen im Überblick. Die sehen viel besser aus wie beim aktuellen FCK. Da steht nämlich ein dickes, fettes Minus. Oh mein Gott, es steht sogar drin, dass wir eine Staatsanleihe haben. Das stimmt sogar. So, hier haben wir Fanartikel. Kann man Fanartikel kaufen.
hier ist das Präsidium, hier können wir unseren eigenen Vertrag und das Präsidium. Der Herr Dr. Markus Merck, schaut er das an. Stimmt sogar. Krass. Hier können Sie Vorteile für die Mitglieder, ja, beim FC Kaiser ist das auch immer sowas wie die Mitglieder versammeln, da geht es ja auch immer drunter und drüber. Alle Neugeborenen in der Kreislaufladung bekommen einen FCK-Strampler. Wie geil ist das denn? Das machen wir. So können wir definitiv die Fans mal ein bisschen glücklicher machen. Das finde ich richtig nice. Mitgliedschaft. Muss ich das machen oder kann das auch mein Abteilungsleiter machen? Ich mich nicht drum kümmern. Und hier haben wir die Fans, unsere wichtigen Fans, die besten Fans der Welt. You never walk alone. Choreos. Da gebe ich ein bisschen mehr Geld aus. Fanclub-Treffen organisieren. Okay. Machen wir mal einen weiter. Mal schauen, ob wir überhaupt noch in dieser Folge dann ein Spiel reinbekommen. Aber ich plane es mal. Hier können wir ja den Stadionsponsor suchen. Das machen wir nach den Dauerkarten. Tribünensponsor, wenn wir dann ein bisschen ziehen, können wir aber mehr Verhandlungsrunden. Genau. Das finde ich besser so. Bandenwerbung. Fanclub besuchen, okay. Besuchen wir mal den Fanclub hier. Freundschaftsspiel vereinbaren wir mal gleich montags. Und Charity-Aktion machen wir sonntags. Und Sport treiben, das versuche ich auch jedes Mal zwei zu behalten, dass wir freitags hier Sport treiben oder einmal in der Woche. So, dann können wir das mal weitermachen. Hier sehen wir das Training. Unsere Spieler sind noch nicht so konditionell dabei. Hier kann man die Intensität freilegen. Festlegen, besser gesagt. Und hier kann man sogar Saisonplanung machen. Alles automatisch quasi einstellen für die ganze Saison. Sehr hilfreich. Und welcher Spieler wann gefördert wird. Am liebsten würde ich das einen Trainer machen lassen, aber am Anfang, ja, da muss man sich selbst drum kümmern. Wir lassen das einfach mal so, wie es ist. Ich hoffe, das ist gut. Hier können wir dann Angriffseditor wählen. Da können wir sogar Spielzüge speziell nach unseren Wünschen fertigen und kreieren. Was sehr cool ist. Machen wir definitiv mal, wenn wir in der zweiten Liga oder so sind, aber am Anfang finde ich das noch unnötig. Persönliches, hier haben wir alle persönlichen Sachen im Blick, wie unseren Vertrag. 15.000 pro Jahr, das ist ein richtig mieser Vertrag. So. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Die Woche startet. Sie sehen ein Bildschirm mit den Wochentagen und den wichtigsten anstehenden Ereignissen vor und von natürlich den Spielen passiert den einzelnen Tagen etwas. Zum Beispiel Training, dies wird angezeigt bei Terminen, bla bla bla. Okay, hier sieht man überall, was passiert. Hier kann man jetzt die Eintrittspreise festlegen. Wir machen hier, das lassen wir alles, die Logen machen wir auf 50. Dann können wir hier ein Trainingsspiel festlegen gegen Oberneuland, würde ich sagen. Ein bisschen was für die Moderation machen. So, sind wir in einem Topf drin. Hier in Topf 2. Das dauert aber noch sehr lange, bis wir hier gezogen werden. Deswegen würde ich sagen, machen wir das hier. Wir haben den Wolfsburg zu Gast, oh Gott. Das kann ja heiter werden. Yep.
Professor, dann können wir das Internat hier ausbauen oder auch nicht, weil wir nichts gemacht haben. Wir müssen da mal kurz. Aha, immerhin frische Brötchen. Spieler stellt sich vor, Niklas Sasser war früher ein Schulchor und zeigte Karaoke Einstand. Keine gesanglichen Schwächen, er ist gut für den Teamgeist. Okay. Hier haben wir den Jugendtrainer. Der ist nicht gut in der Teamführung. Das ist ein richtig krasser Jugendtrainer. Teamführung. Frusttoleranz, Loyalität und sehr fleißig. 14.000. Die sind gar nicht fleißig. Aha, okay, Team 9. Loyalität. Ich wäre eigentlich für Herr Günther Buder. Der mit mehr Fleiß. Ich würde hier mehr Arbeit in die Jugendarbeit, stecken. Deswegen drücken wir das mal so weit runter, wie es möglich ist. Verlängern wir seinen Vertrag um ein Jahr. Das hat funktioniert. Dann können wir das noch ein bisschen runterdrücken. Okay, mehr will er nicht gedrückt haben. Dann akzeptieren wir das so. 16.000, da ist echt billig hierher gekommen. Das ist unser U17-Arbeiter. Okay, okay. Entscheidungsfreude. 28.000. Ah. Lino Katrein. Der gefällt mir doch sehr gut. Verhandeln, verhandeln. Mehr will er nicht runter, okay. Da will er auch nichts mehr machen. Aha, da hat er zugestimmt, dann machen wir das so. Herzlich willkommen beim FCK. So, jetzt können wir hier aussuchen, wo wir hingehen. Schade, ich sehe mal, ob es hier nicht Knädelsheim gibt für den FCK. Die gute alte Krone. Knädelsheim, Knädelsheim, nicht Knädelsheim. Wo machen sie immer ihr Trainingslager? Ich hab's vergessen, mein lieber Schwan. War es Knädelsheim? Es war nicht Knädelsheim, es war irgendwo anders. So, was haben wir hier? Hier haben wir gutes Wetter, Freizeitmöglichkeiten, Trainingsbedingungen. Hier machen wir unser Trainingslager für 4 Tage. Das sieht sehr schön aus hier. Oh, dann schauen wir hier. Bandenwerbung vom Europapark. Das gefällt mir. Wir haben 10 Banden zu verkaufen. Einmal frei. Indeed. Aha, aha. Die geben richtig Geld. Die würde ich gerne noch ein bisschen hochtreiben, wenn das möglich ist. Okay, das hat sich gelohnt. Dann lassen wir das so, den Vertrag unterschreiben wir. Dann haben wir noch weitere 8. Im Europapark hätte ich gern was auf jeden Fall unterschrieben.
wenn der mir noch ein bisschen mehr Geld dafür gibt. $400.000. Okay. Das gefällt mir, das unterschreiben wir. Jetzt haben wir noch weitere 4 Stück zu verkaufen. Ja, kleiben Markisen. Dann nehmen wir das so an, wie er gemacht hat. Das ist ein gutes Angebot für 2 Jahre. Wunderbar. Okay, wie viele Dauerkarten verkaufen wir? Ich würde sagen, wir kaufen 20.000 mit einem Rabatt zu 18. Okay, hier können wir den Stadionnamen in den Europapark verändern. Okay, das ist ja sehr interessant. Das ist ein sehr langer Vertrag. Der Gesangsverein, aber die geben auch richtig viel Geld dafür. 50% Bonus beim Aufstieg. Wisst ihr was? Das nehmen wir sogar, glaube ich, an. Das ist ein sehr, sehr netter Deal für 5 Jahre. Das Europaparkstadion. Den Tribünennamensponsor. Hohes Risiko mit geringen Fixbeträgen und hohen Prämien. Das stimmt allerdings. Bonus bei Aufstieg. Da müssen wir hier noch ein bisschen kurbeln. Aufstiegs- und Pokalprämie. Mehr können wir nicht verhandeln. Dann unterschreiben wir den Vertrag. Charity-Aktion, voller Erfolg der Stärker des Ansehens des Vereins und mehrere lokale Zeitungen berichten darüber, wie die Rheinpfalz. So, hier sehen wir Lucas Hernandez von München nach Paris Saint-Germain. Mitchell Weiser nach Atletico Bilbao. Mein Gott, ich erinnere mich noch, wie er bei uns war, der Mitchell. Und das waren vielleicht alte Zeiten. So, hier sehen wir, was die Spieler über die Woche geleistet haben und wo sie sich verbessert haben. Defensiv mit langen Bällen, unsere Spielphilosophie hat sich jetzt ein bisschen verbessert. Die Kondition ist auf 98 hoch. Wir haben das Spiel gegen Oberneuland am 16. und am 19. beginnt die Saison. Das ist richtig hart. So, das war Geländeansicht. Schaut euch mal das an. Das ist richtig cool, das ist unser Gelände. Da ist schon einiges vorgebaut. Wo ist denn Gelände? Gelände, Gelände. Infrastruktur hier. Die Bitburger Tribüne. Hier will ich auch noch die Namensrechte verkaufen. Namensrechte, Europapark. So, was wollte ich denn verbessern? Hier, Geländeansicht. Gut zu wissen, wählen Sie zuerst rechts das gewünschte Gebäude oder Elemente aus. Die jeweiligen Vorteile werden immer Ihnen gegenüber der Vorschaugrafik angezeigt. Bewegen Sie dann den Mauszeiger über die Karte und gewünschte Stelle am Bau mit Pfeilen und Scrollen, bla bla bla. Okay, alles klar. Die haben ja schon richtig viel gebaut hier, der FCK, schaut ihr das mal an. Aber hier den Internatsplatz, den würde ich gerne noch ein bisschen ausbauen. Fanshop. Wenn wir hier einen
Viertligafahrer hinnimmt, dann hat er bestimmt hier noch überhaupt nichts. Aber wir spielen hier den FCK, der hat eine gewisse Tradition, sag ich mal. Umkleidetoilette. Für was denn die Toilette? Die Besucher wissen das zu schätzen. Wo ist denn das Stadion überhaupt? Hier sind Parkplätze. Ist das das Stadion, Fritz-Walter Stadion hier? Fußball-Tennisplatz. Fanshop, Clubmuseum. Ah, hier. Hier habe ich es doch. Internat. Wenn wir das 1 hochstufen auf Stufe 2 und das noch 1 hochstufen, wir haben ja genug Budget übrig. Haben wir noch ein Internat hier? Haben wir nicht. Dann lass das mal, das bauen wir hoch. Können wir bei unseren Jugendspielern kurz mal nachschauen, wie es bei euch abgeht. Und dann können wir hier das ausstatten. Wunderbar. Ausstellung. Hier, das Wichtigste. Gut zu wissen. Nun stellen Sie nun Ihre Mannschaft aus. Unten rechts auf dem Spielfeld können Sie die Grundordnung wählen. Trick und Drop. Okay. Co-Trainer macht alles. Das macht er nicht alles. Und zwar die Blumen darf er gerne besetzen von mir aus. Aber ich hätte gerne noch ein bisschen hier. Irgendwas hier der Aufstellung. Aha, nach Trainingseindruck. Regeln gelten auch für Co-Trainer. Aha, okay. Dann hier können wir Aufgaben verteilen. Wer schießt die Elfmeter, wer schießt die Ecken? Wer schießt die Freistöße? Wer ist Kapitän? Kapitän ist am besten der, wo ein Anführer hat, oder? Teamspieler, Künstler, Anführer, der Bachmann. Das ist unsere momentane Aufstellung. Das ist sogar richtig. Wir spielen in der Raute. Lass das mal. Das finde ich sogar zufriedenstellend. Aber Taktik ändern. Auf diesem Bildschirm können Sie grundlegende Taktik festlegen. Die meisten Einstellungen werden für Ihre Spieler einfach übernommen, das heißt, Sie müssen immer weiter verbessern. Sie können aber auch jederzeit bestimmte Bereiche auf den Gegner optimieren. Okay, hier defensiv mit langen Bällen, das hört sich doch komplett nach FCK an. Und das können Sie auch gut. Voller Attacke. Machen wir das. Zentraler Bereich 20-20-20, mehr durch die Mitte statt über außen. Co-Trainer bestimmt die Taktik, das macht er nicht. Schauen wir noch mal kurz Aufstellung an, ob wir hier jemanden für links kaufen können oder für die Abwehr. Schauen wir mal ganz kurz auf den Transfermarkt nach. Hier, nicht die Jugend. Transfermarkt. Sie können Spieler beobachten, verpflichten und oder auch wenn. Was? Hier können Sie beobachten oder verpflichten, auch wenn Sie zumindest die Stufen der Spieler in ihren aktuellen Vereinen immer sehen können, heißt das nicht, dass die nach der Verpflichtung dieselbe Stufe auch bei Ihnen spielen, sondern gründlich scouten reduziert das Risiko erheblich. Weiter unten können Sie außerdem sehen, was alles an zukünftigen Einnahmen möglich ist. Okay. Scouten oder verpflichten. Genau,
Wir suchen hier einen Spieler für den Link, für das linke Mittelfeld. Alter, ist mir egal. Beim KSC, Lorenz Mark, der ist mir zu alt. Jan Regensburg. Aha. Heidenheim. Schott Mainz. Yannick Vogt. Kerl Cipalolo. Vom FC Schalke. Weißt du was? Scoutet den mal. FC Darmstadt. Linkes Mittelfeld. Oh, Jan Hochscheid. Der Dittgen. Wenn, dann müssen wir auch einen Spieler holen, der uns ein bisschen weiterhilft, ne? Linkes Mittelfeld, 20 Jahre, Tim Lagaya. Da kannst du aber Ecken schießen, von Nürnberg 2. Scoute mal den. Scoute mal ihn hier noch und lade ihn mal zum Vorgespräch ein. Ah, das ist auch ein schönes Multispulvi-Gesicht. Aha, die kosten mal zu viel. Kickers Offenbach. Marc Lorenz. Hansa Rostock. Das ist okay, jetzt suchen wir mal noch einen Innenverteidiger. Borussia Dortmund 2. Knote. Alles von den Zweitvereinen hier. Daniel Bubala. Scoute mal ihn hier. Dominik Gahl. Eigentlich ein krasses Talent hier. Genau wie er, 19 Jahre, scoute mal. Jetzt kann ich noch einen weiteren Spieler scouten. Philipp Hippe. Ich muss schon ein bisschen höher schauen da. Kevin Kraus. Waldhof. Wieso ist Kevin Kraus eigentlich? Hier erfahren Sie alles über den ausgebildeten Spieler. Im oberen Bereich können Sie zwischen allgemeinen Saison und Karriere umschalten. Halten Sie sich über den Spieler in Mannschaft. Können Sie vielen Stellen des Spielers auch recht schnell zwischen den Spielern werden? Okay, ich habe jetzt mal recht geklickt auf den Spieler. Hier können wir alles sehen, was er bis jetzt geleistet hat. Vorgespräch hier mit dem. Und dann scoute ihn mal noch.
Und dann sind wir hier fertig mit der Scouting-Abteilung. So, und Planung. Haben wir eigentlich noch einen Sponsor, den wir vergeben können? Hier. Tribünensponsor. Und dann können wir noch Sport treiben. Einwandfrei. Gehen wir weiter. Okay, belegen Sie jetzt die Belastungstage mit Trainingseinheiten, die Ihren Spielstil unterstützen. Während der Saisonvorbereitung sollten Sie die konditionellen Grundlagen für die Saison legen, indem Sie Einheiten höher Belastung Ihrer Spieler wählen. Da haben wir Oberneuland. Wir sind ja schon richtig konditionell obendrauf. Was bedeutet, hier haben wir mal aktive Erholung. Wie nach dem Spiel und hier nicht so intensive Belastung für die Spieler. Aber nicht so hart hier, hartes Training. Und dann machen wir mal weiter. Fanclub besucht, der von Ihnen besuchte Fanclub. Okay. Frühstück, extrem schlechte Spieler sind über das Frühstück befürchtet. Nicht begeistert, die Brötchen sind wohl vorgestern. Diese wurde verhören. Oh, Kneipp. Hier haben wir Kneipp. Nicht algolalatischen Käfer, sondern hier den Kneipp. Wunderbar. Schöner Vertrag mit dem Kneipp. 100% Aufstiegsbonus. Den Vertrag unterschreiben wir mit Kneipp bis 2026. Ein schön langer Vertrag. Spieler beendet Karriere, Carlos Sickinger beendet die Karriere am Ende des Jahres. So, und jetzt sehen wir unser erstes Spiel, Freundschaftsspiel, gut in der Besitz die Bank. Das ist vorerst mal unsere Hauptelf. Wir spielen defensiv mit langen Wellen. Einmal pro Halbzeit Pressing. Gegenpressing. Punktuell. Genau, wir machen das punktuell. Gegenpressing ist regelmäßig. Trainingszustand, kurze Ecken, Häufigkeit, Konter. Machen wir häufig. Und dann starten wir mal. Das ist die Gegenmannschaft. Wir haben hier noch eine offene Rechnung. Nein. Ja, wir sind ziemlich in allen Belangen besser. Hier können wir jetzt noch eine Ansprache machen an die Spieler. Wie das funktioniert, das habe ich noch nicht gerafft. Das war ein Tutorial, wo ich angespielt habe. Das ist ein ernsthafter Test heute. Da können wir einen Aktionspunkt einsetzen. Wie viel wollen Sie investieren? Co-Trainer stellt das Team ein. Co-Trainer macht alles. Bedeutung des Spiels 1. Einsatz, lasst es ruhig angehen. Nice and easy. Können wir Manndeckung machen? Aha, wunderbar. Machen wir das jetzt so. So, das ist das Spiel. Wir machen das Spiel ein bisschen schneller. Die Spielszenen machen wir auch auf schnell.
Dann geht es alles ein bisschen flotter. Okay, Konterneu Oberneuland. Hier können wir sogar noch die Fans anklicken. Da das Ding an den Posten gesetzt. Dann sehen wir, was die Fans singen. Das machen wir, glaube ich, mal gegen Dynamo. Da hat auch einen Innenpfosten getroffen. Der Lüschek macht ein Tor. Steilpass nach zum Ritter. Der macht eine Flanke auf die andere Seite. Wunderbar. Abseits. So, das zweite Tor. Ui, versemmelt. Die haben den Dzeko. Die haben sogar einen Ibrahimovic hier. Oh, sie kommen zum Tor. Wow, Lukas Rösa. Die zwei Stürmer spielen heute wirklich eine Top-Vorbereitungsspiel hier. So, jetzt können wir hier Auswechslung und taktische Änderungen durchführen, sowie in der Halbzeit mit zwei Spielern einzeln sprechen. Und das sind die Leistungen des Teams zufrieden. Können Sie zur Halbzeit einen Spieler durch Mo Einsatz eines eines Aktionspunktes mit zusätzlichen Moderationsansprüchen aufwecken? Hierzu können Sie sogar zwischen den verschiedenen Motivationen wählen. Aha. Extra Motivation, das wahrscheinlich. So, die Nummer 9. Du machst ein super Spiel. Und der Luschek. Du spielst gut. Dann können wir den Röser mal rausmachen für das Blavis. Wie sieht es denn hier aus? Wir müssen auch ein bisschen schon. An das nächste Spiel denken. Da ist jetzt Kapitän. Das geht ja mal überhaupt nicht. Wieso ist er jetzt Kapitän? Wieso kann ich das nicht ändern? Lustlos sind sie. Schaut euch mal den Hund hier an. Linker Mittel, linker Außenverteidiger. 44 rechtes Mittelfeld. Der hier noch rein, so, und das lassen wir mal. Wichtig ist es, dass sich niemand verletzt, genau. Handspiel. Elfmeter. Und er verschießt. Auswechseln. Können wir. Der Hut kommt jetzt hier für den rein. Der Ritter raus. Noch zwei Wechsel sind übrig. Weit vorbei. So, 70. Minute. Defensives Mittelfeld. Und linke Außen. Rechter Außenverteidiger. Okay, wunderbar.
Nach der Halbzeit haben sie aber echt noch nichts gemacht hier, die Spieler einfach nur verwalten. Was machen die wieder hier? Bisschen hin und her passen. Oh, da macht er doch mal das Tor, das blau ist. Oh, drüber. Noch ein Angriff zum Schluss. Okay, wunderbar. Ende des Spiels. Andere Spiele laufen noch. Oh mein Gott. Bis weit in die Verlängerung rein. Fortschritt. Pressing. Gegenpressing regelmäßig. Sehr schön. Dann können wir hier unser Internat auf 8 Plätze jetzt erhöhen. Das machen wir auch definitiv. Die jungen Spieler freuen sich, dass ich sie besuchen kann. Er hat Interesse. Er kann sich einen Wechsel vorstellen hier in der Lorenz. Das Interesse ehrt ihn auf jeden Fall. Dringend neues Personal. Sponsorentermin abgesagt. Oh, und jetzt ist schon das erste Spiel gegen Dresden. Bin ich sehr gespannt, wie das ausgeht. Und wenn du es auch bist, würde ich sagen, schalte das nächste Mal wieder ein. Denn hier mache ich einen kurzen Cut. Danke, dass du dabei warst bis hierhin. Würde mich freuen, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist. Bis dahin. Mach's gut. Ciao und hab eine gute Zeit.